Ausbesserung von Rasenflächen. Treten in einem ansonsten sattgrünen und schön gepflegten Rasen Lücken auf, lassen sich diese mit wenig Aufwand beheben. Die Ausbesserung solcher Rasenflächen sollte im zeitigen Frühjahr oder im Herbst erfolgen. Vor der Ausbesserung mähen Sie zuerst Ihren Rasen auf der tiefsten Stufe Ihres Rasenmähers. Im Anschluss daran werden durch das Vertikutieren abgestorbene Gräser und Moose entfernt. Dies führt zudem zu einer Öffnung des Bodens, was einen besseren Austausch von Luft, Wasser und Gasen zur Folge hat. Beim Vertikutieren ist es wichtig, dass die Rasenfläche in beide Richtungen, also kreuz und quer, bearbeitet wird. Entfernen Sie das angefallene Material von der Rasenfläche. Verteilen Sie eine großzügige Schicht einer speziellen Rasenerde gleichmäßig auf den kahlen Stellen, welche Sie neu ansehen möchten. Bei Bedarf können jetzt auch kleinere Korrekturen des Geländes vorgenommen werden. Benutzen Sie einen Rechen für die Feinverteilung der Erde. Für die anschließende Nachsaat verwenden Sie ein spezielles Saatgut, welches Sie im Gartencenter erhalten. Direkt nach der Aussaat wird die Fläche mit einem speziellen Starterdünger gedüngt. Der Rasensamen und der Starterdünger werden leicht in die Rasenerde eingearbeitet. Mindestens für die nächsten 10 Tage sollte die angesäte Fläche feucht gehalten werden. Ein erster Schnitt erfolgt erst, wenn der neue Rasen etwa 10 cm hoch ist. Unser Tipp: Wählen Sie für die Ausbesserung einen Zeitpunkt, wo sich einige regnerische Tage abzeichnen.